Moin und herzlich willkommen zu Federstiel und Tintenklecks. Mein Name ist Janne. Ich bin Sebastian. Und wir zeigen euch heute den Waldmann-Manager. Der wurde uns zur Verfügung gestellt oder der wurde uns zum Review mal zugeschickt von Big G, von George. Big G's Tintenkiste. Und den dürfen wir euch heute mal vorstellen. Lieben Dank an dieser Stelle. Und wir sehen uns am Tisch. Ganz viel Spaß! Hier haben wir den schönen Waldmann Manager aus Silber. Den hat Big G uns zugeschickt, damit wir den mal probieren können, mal testen können, mal zeigen können. Ich bin auch sehr gespannt, wie Janne damit mit links schreibt. Und ein sehr schön schwerer Stift, sehr schön schwerer Füller. Wir fangen mal oben an. Ich weiß gar nicht, hat Big G den schon mal gezeigt? Sind wir die Ersten? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich tue mal so, als wenn Michi noch nicht gezeigt hat. Hier haben wir das Waldmann-Logo mit den drei Tannen, die hier auf dem Hintergrund zu sehen sind. Das sind die Tannen. Das soll der Schwarzwald sein. Hier auch nochmal auf dem Clip. Bei dem Füller handelt es sich um 925 Sterling Silber in der Gesamtheit bis auf den Clip. Der ist nicht aus Silber, der ist aus Metall. Alles andere ist hier Silber. Also, und ich glaube, der Ring dürfte auch nicht sein, aber die Kappe und der Schaft sind auf jeden Fall aus Sterling Silber. Und ich sehe schon, dass der sehr Fingerabdruck empfindlich ist. Aber er ist halt Silber und das ist halt auch gewollt. Der Füller kriegt dann mit der Zeit eine schöne Patina. Ähnlich wie die Messingfüller und Kupferfüller, die es so gibt. Der Füller soll ja leben und eine Geschichte mit dem Besitzer zusammenschreiben. Wir sehen hier so eine schöne Fadengeochirung über den gesamten Füller. Und das Schöne ist, dass das nicht versetzt ist mit der Kappe zusammen, sondern dass die Linien aus der Kappe in den Schaft hineingehen, wenn der Füller zugeschraubt ist. Das finde ich total schön und auch sehr gut gelöst. Es gibt ja einige Füller, da ist dann das ein bisschen mit Versatz. Und das ist dann eben, ja, so halb schön gelöst. Ne? Das ist unschön dann. Auf dem Zierring sehen, oder ich bleibe mal bei der Kappe oben, der Clip ist als Clip zu verwenden. Ja, ist ein schöner Clip, ausreichend, aber jetzt nicht einer der schönsten, den ich bis jetzt gesehen habe. Aber auf jeden Fall verwendbar. Der Zierring, da haben wir, mal gucken, ob wir das hinbekommen hier. Da haben wir Waldmann als Schriftzug stehen. Dann steht da, kann ich jetzt nicht lesen, es blendet. Made in Germany. Und George. George ist da graviert oben, ja, das zeige ich gleich. Da hat er sich ich dachte, dann, das wolltest du gerade zeigen. Nee. Und hier steht andersrum. Hier steht dann, hat Big G George eingravieren lassen. Kannst du es vielleicht mal ganz kurz sauber machen, damit man es lesen kann? Das ist sauber. Ich habe das gerade mit dem Polierdruck gemacht. Aber ist ein Fingerabdruck drauf. Ja, weil ich den in der Hand habe. So. Schaft ist dann ohne irgendwelche weiteren Verzierungen, außer dieser Streifengejosch. Und hinten die Endkappe ist dann halt aus Metall und ohne weitere Verzierung, außer einem kleinen Ring. Ein Schraubfüller. Diese können wir gleich mal machen. Eins. Einmal eine Umdrehung, dann ist der Füller offen. Und jetzt sehen wir auch, dass der Füller ein Tintenfenster hat. Und vorne auch eine Metallgriffzone. Und hier die schöne Feder. Mal gucken, wie wir das hinkriegen hier. Kann man das gut sehen? Ja. Angetintet. Kann man gut sehen. Kannst du ein bisschen ins Licht halten? In M. Ja, dann ist aber. Mit dem Waldmann-Logo vorne drauf. 1918 steht dann oben diesem Waldmann, über diesem Waldmann-Logo. Und dann sind das 18 Karat
18 Karat Goldfeder in Bicolor. Also Gold- und Silberfarben ist diese Feder vorne gehalten. Tintenleiter, jetzt nichts Aufregendes, ganz normal. Aber kein Patronenfüller, sondern das ist ein Kolbenfüller. Nämlich hier hinten zu befüllen mit dem Kolbenmechanismus. Ich mag den, er liegt sehr schön in der Hand, hat ein schönes Maß und auch vom Gewicht her. 52 Gramm ungefähr. Willst du auch mal? Halten, ja. Ja, das ist ja schön schwer. Macht auf jeden Fall ein bisschen was her, wenn man den auspackt beim Meeting oder so. Wir gucken uns mal an, wie der jetzt schreibt. Das ist unser Papier wieder so hell. Alles gut. Achso, ich würde mal reinzoomen. Na, wird uns wieder schwindelig? Nee. So, wir haben... Halt. Ich wollte gerade sagen, man kann gar nicht lesen, aber... Waldmann. Manager. Habe ich das jetzt falsch geschrieben? Wird das mit Doppel-R? Mit Doppel-N wird das geschrieben. Manager, nee. Manager wird mit einem N geschrieben. Echt? Ich würde, glaube ich, das Licht einmal ein dunkler machen. Meinst du? Das ist sehr... So. Ja. Federstärke M hatte ich euch ja schon gezeigt, als ich die Feder gezeigt habe. Schreibt sich sehr schön. Kein Kratzen, schön weich. Feedback, wie bei einer Goldfeder, wie man das haben möchte. Richtig cool. Wenn wir jetzt mal hier die Schleifchen machen. Ich kann euch leider nicht sagen, was für Tinte drin ist. Die war leider schon drin. Oder was heißt leider? Könnt ihr hören, wie die Feder Feedback gibt? Und ihr seht, also Linienvarianz ist da. Ja, hast du richtig geschrieben. Mit einem N. Ich glaube, die Tinte geht langsam zur Neige. Hier ist nicht allzu viel mehr drin. Aber er macht es, und das war jetzt hier, weil der Tintenfluss abgerissen war. Aber der Flex ist echt hübsch. Ist echt schön, schreibt sich gut. Gefällt mir. So, dann wollen wir mal schauen. Quick. Brown Fox. Jumps over. Oh, du hast es verwischt. Ja. Wow. Lazy Dog. Ist auch noch nicht trocken da oben. Nicht? Nee. Ist aber die Tinte, glaube ich. Ich weiß nicht, was das für Tinte ist. Das könnte eine Schienentinte sein oder so. Ich weiß es nicht. Die braucht echt lang. Jetzt habe ich es am Arm. Ich bin auch ein bisschen doof. So, dann wechseln wir mal die Plätze und ich bin gespannt, wie ich damit schreibe. Wie das mit links aussieht. So. Na denn. So. Dann drehen wir den einmal auf. Und dann gucken wir uns das mal an. Das ist sehr schwer. Ich habe irgendwie das Gefühl, er fällt mir hinten runter. Nee, du sollst eine festhalten. Ui. Unsere Kamera macht Party. Was hast du denn gemacht? Der hat so wuhu gesummt. Genau. Also, das... Ich glaube, ich kann noch ein bisschen reinzoomen. So. Er will irgendwie nicht so ganz. Ja, Tinte ist schon fast alle. Der kratzt. Nee, der kratzt nicht. Das ist Feedback. Das ist kein Feedback mehr. Doch. Für mich ist das kein Feedback mehr. Was denn? Was ist denn?
Ja, und? Das ist Linkshänder-Schreib. Das wollen wir ja sehen, deswegen machen wir es ja. Was suchst du, ein Tuch? Ein Papier, ein Stück, das ich drunter legen kann, dass ich hier nicht alles verschmiere. Jetzt habe ich meinen Spickzettel verdeckt. Ja, aber es ist ja so, dass du mit links das verwischt. Deswegen machen wir das ja auch. Aber ich glaube nicht, dass das am Füller Nee, liegt. es liegt am Füller, an der Tinte, an der Kombination halt. Ne? Ich denke mal, die Tinte ist nicht gerade für Linkshänder geeignet. Da müsste irgendwas. Selbst bei mir hat es ja oben noch, war es ja noch feucht. Weiß nicht, ob man das so mal noch. Ach, so ist schon im weitesten, ne? Hm. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber die Feder geht bei leichtem Druck schon sehr schön auseinander. Es kommt irgendwie keine Tinte mehr. Ist alle jetzt? Oh nein. Mitten im Review. Wir sind auf jeden Fall. Ah, ne. Da ist er wieder. Sehr schick. Irgendwie mag er mich nicht so gerne. Ja, ist wie gesagt kaum noch Tinte drin. Oh, ich habe ein Stück Flex gemacht. Top. Ach so, unseren Satz hätte ich jetzt fast vergessen. Verwischtheit brauche ich ja nicht nochmal machen, das wäre ein bisschen unnötig. Bloß Löschpapier. Ja. Ja. Aber ich finde, den hört man schön beim Schreiben. Also das ist kein Kratzen, das ist ein richtig schönes Schreibgeräusch. Also ich beschwere mich ja immer über diese ganzen weichen Füller, mit dem, dass die mir zu rutschig sind, dass sie so schnell schreiben, dass ich gar nicht mit dem Denken hinterherkomme. Aber bei dem bin ich ja mit dem Denken schon 5 Jahre voraus. Nee, mir gefällt er nicht so gut. Also ich bin kein Fan von ihm. Ja. Okay. Ich weiß nicht, was ist dein Feedback? Ich finde ihn schön. Aber guck mal, das ist mein geschriebenes, sieht auch einfach nicht schön aus. Ja. Und ich Aber habe. vielleicht mit einer anderen Tinte dann. Vielleicht liegt es an der Tinte, das weiß ich jetzt nicht, aber. Ist die Frage, ne? Ja, nee, meins ist es nicht. Okay. Und wenn der auch mit einer anderen Tinte so kratzig schreibt Ja, oder so das. feedbackig schreibt. Wenn der Feedback bleibt so. Feedback bleibt so. Gefällt mir nicht, das ist mir zu viel Feedback, weißt du? Okay. Also mir gefällt er sehr gut. So gehen die Meinungen auseinander, das ist aber in Ordnung so. So soll das ja sein. Also ein Füller mit viel Feedback, mit einer schönen Goldfeder, die sehr flexibel ist, die sich für meine Begriffe sehr gut schreibt. Du Ist eine sagst, Goldfeder. ja, habe ich doch gerade gesagt. Ja, ich habe nicht richtig zugehört. Und du sagst, für dich ist das zu doll Feedback. Okay. So hat jeder seine Meinung. Ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Wir Wir drücken uns. sehen uns nächsten Montag wieder. Bis dahin. Drückt uns. Wir drücken euch. Wir drücken uns jetzt auch. Bis Montag. Tschüss. Tschüss.